Megarika. Mega, was? Megarika, altes Griechenland. Dachte mega los, Fernsehlotterie? Nee, messerscharfes Denken und Definieren. Damals überließ man nichts dem flatterhaften Glück. Flatternde Geldscheine. Man wird doch wenigstens noch davon träumen können, von all den Möglichkeiten, wie es wäre, einen Haufen Geld zu haben. Also daran hätten die Megariker mindestens schon zwei Dinge zu bemäkeln. Wieder solche moralischen Miesmacher? Die Frage ist doch, ob es überhaupt so etwas wie Möglichkeiten gibt. Oder ob nicht vielmehr alles notwendig ist. Also notwendig ist das Geld bei mir schon. Wirklich, ich bräuchte dringend verschiedene neue Sachen. Und dazu ein Haufen Geld. Na klar, warum nicht? Weil gar nicht richtig klar ist, was ein Haufen eigentlich ist. Na, 100 Euro sind noch keiner. Euros hatten die damals sowieso noch nicht. Klar, die hatten doch Drachmen, oder? Die haben weniger an Geld bei ihrer Haufenproblematik gedacht, sondern eher an Weizenkörner. Was soll ich mit einem Haufen Körnern? Dich fragen, ab wie viel es ein Haufen ist. Das ist mir zu blöd. Ich weiß jedenfalls eins ganz sicher, wenn ich mir nicht jetzt bald ein Megalos besorge, ist es ganz und gar unmöglich, dass ich gewinne. No risk, no fun. Der Spruch ist neueren Was Datums. scherzt mich? Oh weh. Schon so spät, ich muss sofort los zur Annahmestelle. Aber fahr vorsichtig. Und dann gewinne ich einen riesen Haufen Geld. Und wie definierst du den? Ganz einfach. Ein Haufen Geld ist, wenn man so viel hat, dass man gar nicht weiß, wie man ihn ausgeben soll. Tschüss.